Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es mal um die Fertigkeitslinie der Magiergilde. Wir haben ja verschiedene Gilden im Spiel, wir dürfen es nicht verwechseln mit den Spielergilden, sondern es gibt ja auch Gilden direkt im Spiel und da gehört unter anderem die Magiergilde dazu. Ja, und wie ich da beitreten kann und was ich davon habe, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Wenn ich jetzt erst einmal das Fenster mit meinen Fähigkeiten öffne, das ist mit dem Computer die Taste K, dann sehe ich ja hier schon eine Klassifizierung, Klasse, Waffe, Rüstung, offene Welt und Gilde, Volk, Handwerk. Das heißt also, ich muss erstmal so eine Gildenlinie freischalten, damit ich darüber auch questen kann. Die der Diebesgilde geht relativ einfach, da muss ich immer eigentlich nur mal irgendwas machen, was nicht rechtens ist, klauen, killen, was auch immer und schwuppdiff ist dann auch diese Linie schon geöffnet. Hier sieht man aber auch, hier habe ich noch nichts gemacht, da bin ich auch noch gar nicht weitergekommen, aber bei der Magiergilde oder auch bei der Kriegergilde ist es etwas anders. Hier muss ich erstmal die Magiergilde aufsuchen. Wie finde ich die? Ich befinde mich jetzt gerade in Dolchsturz, das heißt also in den Hauptstädten der einzelnen Zonen findet ihr immer die einzelnen Gilden und die Magiergilde ist hier durch dieses Zeichen gekennzeichnet. Ja, das ist so ein kleines Auge, was hier drin ist. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich denke mir, das kann man sich gut einprägen, beziehungsweise mit Mouse-Over sehe ich ja sowieso, wo ich bin und dann wisst ihr schon, wo die Magiergilde ist. So. Im Journal schauen wir uns das einmal an, wenn ich hier mal vielleicht Magier oder so als Suchbegriff eingebe unter Charakter Gilden, finde ich hier hinten in den Errungenschaften, das muss ich natürlich vorher angeklickt haben, dann auch die verschiedenen Errungenschaften, die ich mit der Magiergilde bekommen kann und hier bekomme ich dann auch noch als Belohnung Farben, verschiedene Blautöne, also Magiergildenblau, Aquea-Blau, Arkanblau und letztendlich, wenn ich eben alles abgeschlossen habe, auch den Titel Meisterin der Zauberei, den ich dann tragen kann. Wie ihr die Titel dann einstellen könnt, das verlinke ich euch unten dann im Text. So, wir gehen jetzt auf alle Fälle erstmal hinein in die Magiergilde und sprechen hier vorne einfach mal mit Nemark. Willkommen in der Magiergilde. Kann ich euch behilflich sein? Ja, natürlich möchte ich jetzt mal ein bisschen mehr über die Gilde erfahren. Ah, gut. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern für unsere Reihen. Wir bewahren das Wissen auf dem gesamten Antlitz Tamriels. Mitglieder der Gilde suchen auf ihren Reisen nach Büchern, Folianten und uralten Schriftrollen. Vielleicht möchtet ihr ja beitreten? Das klingt schon mal gut. Wir möchten aber noch weiterreden. Lass uns über die Magiergilde sprechen. Es ist immer eine Freude, mit einer weiteren Wissenssucherin zu sprechen. Gildenmeister Vanus wird erfreut sein. So, dann noch weiter. Was könnt ihr mir noch erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Das heißt also, wenn man in der Welt auf Bücher trifft, die man dann in Anführungsstrichen liest, hat man damit auch XP für die Magiergilde gesammelt. So, was erhalte ich denn im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen? Ja, dann würde ich sagen, ich bin doch bereit, der Magiergilde beizutreten und damit machen wir das jetzt ausgezeichnet. Mal. Ausgezeichnet! Erlaubt mir, euch als Schülerin in der Gilde willkommen zu heißen. Ich schlage vor, ihr fangt damit an, dass ihr mit Valasti, unserer Meisterin der Incunabula, sprecht. Sie steht hinten in der Halle und hat des Öfteren Aufgaben für neue Rekruten. Viel Glück! Das heißt, wir können auch eine Daily hier immer in der Magiergilde dann erledigen, um natürlich auch XP zu bekommen, aber eben auch andere Belohnungen. So, damit ist jetzt die Fertigkeitslinie der Magiergilde freigeschaltet. Das heißt, ich schließe das jetzt mal ab. So.
So, jetzt wird's angezeigt. Fertigkeitslinie erhalten. Die Magiergilde, natürlich auch die Errungenschaftsstudentin der Magiergilde. Ja, weil ich bin ja noch ganz am Anfang. So, wenn wir jetzt nochmal unsere Fertigkeiten aufmachen, dann sehen wir, hier haben wir die neue Linie. Die war ja eben noch nicht da. Und hier sehen wir auch schon, dass wir einiges hier freischalten können. Aktive Fähigkeiten, ultimative Fähigkeiten, aber auch passive Fähigkeiten, die uns im Spiel definitiv weiterhelfen können. Nämlich gleich als erstes überzeugender Wille. Das heißt, wenn wir Quests haben, wo wir irgendwas von einem NPC wollen, dann wird uns ganz häufig erstmal eine Aufgabe gestellt. Nee, bevor ich euch helfe, müsst ihr erstmal das und das für mich erledigen. Und wenn ich diese passive Fähigkeit des überzeugenden Willen freigeschaltet habe, dann kann ich das einfach so machen, dann kann ich den überreden, dass ich nichts anderes für den Guten erledigen muss. Es werden natürlich später noch weitere freigeschaltet von den passiven Fähigkeiten und je nachdem natürlich dann auch noch aktive Fähigkeiten, aber wir sind ja gerade mal Level 1, das ist ja mal nix, ne? Das wird also auch noch ein bisschen dauern, bis ich das freigeschaltet habe. Aber ihr könnt, wie gesagt, die Dailies hier machen oder eben indem ihr Bücher findet, könnt ihr dann immer XP für diese Magiergilde bekommen, um dann natürlich auch schnell aufzusteigen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Magiergilde. Beim Finden von Büchern, beim Questen, was auch immer, beim Freischalten natürlich der Spells, der passiven Fähigkeiten. Und ja, damit bin ich schon bei dem Thema am Ende angelangt und wünsche euch damit viel Spaß, eure Kastanie. Und wenn es euch weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Macht's gut, bis zum nächsten Video.